plus 56% in 2 Jahren. Wir vergleichen Feuerstein mit den 3 meistverkauften Sorten in Deutschland. Das Wetter der letzten Jahre war für dich als Landwirt eine große Herausforderung. Fast überall in Deutschland haben Niederschläge gefehlt und der Mais hat unter der Trockenheit gelitten. In solch schwierigen Zeiten ist es für dich wichtig, dass du dich auf eine Maissorte verlassen kannst und diese auch in Trockenjahren einen guten Kolben entwickelt und dir zuverlässig hohe Erträge liefert. Feuerstein war 2019 in den LSV-Versuchen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen bei Trockenmasse, Energie- und Biogasertrag die absolute Nummer 1 aller Sorten. Jetzt erzählt dir vermutlich jeder Maiszüchter, dass seine Sorten trockentolerant sind. Aber woran erkennst du, ob das wirklich stimmt? Schau dir unbedingt die neutralen Versuchsergebnisse an. Einige davon siehst du gleich. Ansonsten ist es ganz einfach. Denn wenn du mit einer Sorte zufrieden bist, nimmst du sie wieder und steigerst sogar die Anbaufläche. Wir haben deshalb die Entwicklung der Verkaufszahlen der wichtigsten Maissorten in Deutschland von 2018 bis 2020 mit Feuerstein verglichen. Und das Ergebnis ist ernüchternd, denn die Verkaufsmengen von den 3 meist angebauten Maissorten aus 2018 sind in den letzten beiden Jahren laut Kleffmann stark gesunken. Ein Grund dafür könnte sein, dass Landwirte unzufrieden waren und sich für eine andere Sorte, zum Beispiel Feuerstein, entschieden haben. Oder was meinst du? Die Verkaufsmenge von KWS Benedictio ist in diesen 2 Jahren um minus 26% gefallen, die von Amarok um minus 13% und die von ES Metronom hat sich mit minus 45% fast halbiert. Im Vergleich dazu siehst du hier die Entwicklung der Verkaufsmenge bei Feuerstein. Und du erkennst, dass sich die Menge in der Zeit von 2018 bis 2020 mit den sehr trockenen Jahren 2018 und 2019 mit plus 56% um mehr als die Hälfte gewachsen ist. Und das, obwohl Feuerstein letztes Jahr frühzeitig ausverkauft war. Damit ist Feuerstein 2021 auf dem Sprung, möglicherweise eine der größten Maissorten in Deutschland zu werden. Und jetzt siehst du, warum das so ist. Mit Feuerstein profitierst du als Maisanbauer von folgenden Vorteilen: sehr gute Trockentoleranz, Top-Erträge mit sehr guter Futterqualität, offiziell von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen empfohlen. Du profitierst von höherer Milchleistung, steigenden Tageszunahmen oder höheren Stromerlösen. All dies ist dein Zusatzgewinn, wenn du auf Feuerstein setzt. Denn Feuerstein bringt dir bis zu 817 Euro mehr Gewinn pro Hektar. Wie wichtig die Sortenwahl beim Mais ist, zeigen die vorläufigen Versuchsergebnisse der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die schlechteste Sorte, KWS Figaro, erzielt 2019 im Durchschnitt auf 9 Standorten einen Biogasertrag von 14.297 Kubikmeter und die beste Sorte Feuerstein bringt mit 16.406 Kubikmeter pro Hektar fast 15% mehr Biogasertrag. Für eine Biogasanlage bedeutet das 817 Euro mehr Gewinn pro Hektar beziehungsweise 81.668 Euro mehr Gewinn bei 100 Hektar. Auch die offizielle Vergleichssorte P8888 erzielt 2019 einen deutlich niedrigeren Biogasertrag und damit geringere Strom- und Wärmeerlöse. Bei unserem Beispielbetrieb bringt Feuerstein über 633 Euro mehr Gewinn pro Hektar. Aber nicht nur beim Biogasertrag sind die Unterschiede zwischen den Sorten enorm. Beim Trockenmasseertrag erzielt die schlechteste Sorte immerhin 201 Dezitonnen. Die beste Sorte Feuerstein bringt mit 218 Dezitonnen pro Hektar ca. 9% mehr Ertrag. Und beim Energieertrag liegt der Mehrertrag von Feuerstein zu P8333 ebenfalls bei plus 9%. Bevor wir uns gleich die offiziellen LSV-Ergebnisse ansehen, siehst du hier nochmal die Ergebnisse aus 2017. Denn auch hier war Feuerstein schon die beste Maissorte beim Biogasertrag. Die Top-Ergebnisse von Feuerstein sind für Experten also keine Überraschung. Gleich siehst du die Ergebnisse der Landwirtschaftskammer Niedersachsen für die unterschiedlichen Anbauregionen Nord, Süd, Ost und West.
Feuerstein zeigt zuverlässig Höchsterträge mit bis zu 106% beim Stärke- und Biogasertrag und gehört zu den absoluten Top-Sorten. Neben den Top-Erträgen überzeugt Feuerstein zusätzlich bereits mehrjährig mit bester Qualität und bis zu 106% beim Stärkegehalt. Natürlich wird Feuerstein von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen auch offiziell zum Anbau empfohlen. Nicht nur in Niedersachsen liefert Feuerstein überragende Ergebnisse. Auch in den offiziellen Landessortenversuchen der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen bringt er hohe Erträge mit bis zu 105% beim Stärkeertrag, bei gleichzeitig sehr guter Qualität mit bis zu 105% beim Stärkegehalt. Auch die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen empfiehlt Feuerstein nach 3 überzeugenden Prüfjahren offiziell zum Anbau. Und auch in der brandaktuellen Sortenleistungsprüfung Silomais der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, in der Feuerstein auf 5 Standorten mit 22 frühen und mittelfrühen Sorten im Wettbewerb stand, gehört Feuerstein mit bis zu 111% beim Stärke- und 105% beim Biogasertrag zu den absoluten Top-Sorten. Zusätzlich überzeugt die Qualität von Feuerstein mit bis zu 103% bei der Biogasausbeute und 107% beim Stärkegehalt. Du suchst die beste Sorte als Silo- oder Biogasmais? Dann setze auf Feuerstein. Denn Feuerstein ist eine der besten mittelfrühen Maissorten in Norddeutschland, vermutlich sogar in ganz Deutschland. Als Dankeschön erhältst du 8 Euro Frühbezug oder eine Einheit im Wert von über 150 Euro gratis und zusätzlich ein Bierfass, das du nach dem Feierabend gemeinsam mit der Familie oder guten Freunden genießen kannst. Bestelle Feuerstein bitte rechtzeitig beim Händler deiner Wahl oder ruf uns gleich an. Du kannst wertvolles Probesaatgut gratis von uns erhalten. Wir suchen dich als Pilotlandwirt. Du testest jedes Jahr neue Sorten und berichtest von deinen Praxiserfahrungen. Bei Interesse schick uns deine Adresse mit Telefonnummer einfach per Fax oder E-Mail und wir melden uns innerhalb der nächsten Tage bei dir.